Dieser Beitrag wird Ihnen präsentiert von Neuholland Schweiz, Frigemo Lebensmittelprodukt und Dienstleistungen in Cressier und Guthuser Land- und Erntetechnik in Köttingen. Auf diesen Joystick dürften alle Nintendo- und Playstation-Spieler ziemlich neidisch sein. Der ist an einen 100 PS starken Traktor gekoppelt und bedient den Deflorin Antieni. Ich komme vom Bündnerland, von Sedrun, und bin als Saisonier hier unten seit 2 Jahren. Böschige Mähen ist heute angesagt. Das sind bis Haller sogenannte Lückenbüßerarbeiten und gerade in dem Jahr, wo das Wetter oft Kapriolen macht und die Erntearbeiten müssen unterbrochen werden, eine ideale Dienstleistung, um die Mitarbeiter einzusetzen. Das habe ich einwendig einen Joystick, der 3 Funktionen hat. Per Knopfdruck und dann ist es noch, sonst noch Funktionen. Die Schwierigkeit ist eigentlich nicht gross, es ist einfach den Traktor zu bedienen, die Funktionen und dass kein Stein kommt. Das ist das Schlimmste eigentlich für das Aggregat. Ja, und wenn der mal ein Stein kommt und der Tieni den Joystick in die falsche Richtung bewegt, heisst dann nicht etwa Game Over, sondern heim zum Messer schleifen. Viel Fantasie braucht es nicht. Aber wisst ihr, was der Tieni im Winter macht? 3-mal könnt ihr roten. Die richtige Lösung heisst... Winterfahre Pistenwulli, Zedrun. Also der Juli, das ist für uns der grosse Regenmonat. Das ist eine Abartung, wie das einfach immer hat. Für uns ein fertiger gewesen. So viel zu der Grundstimmung vom Rolf. Wenn dann aber einmal eine Schönwetterperiode gekommen ist, hat es wenig Zeit für Besinnung gegeben. Und dann ist der Rolf jeweils im Element. Das ist echt bei uns die grösste Hektik während der Dröscherei. Wir sind einfach in unserem Betrieb dann alle Maschinen unterwegs. Und gleichzeitig tun wir auch jetzt auch Erbsen dröschen diese Woche. Ja. Da brauchen wir auch einen Haufen Leute. Der hinterste und letzte Mann einfach auf Achsen. Das ist der Moment, wo das Dröschteam Haller Sauter in Aktion treten tut. Eine Zusammenarbeit mit dem Markus Sauter, die schon seit einigen Jahren fruchtet. Hier ist Rapsdröschen angesagt. Raps haben wir sehr gute Erträge gehabt. Wir haben hier einen Rapserträge gehabt bis 45 Kilo. Fährt aber vielleicht bei 30 Kilo rund an, aber die Tendenz steht recht gut. Aus 45 Kilo Raps pro Aare werden zum Beispiel rund 13 Liter Speiseöl gepresst. Vom Rapsöl jetzt zu der Tiefkühl-Erbsli-Ernte. Wir haben diesen Monat ganz sicher mal die Erbsen fertig machen. Am 20. Juli, Sonntag auf dem Montag, haben wir fertig machen. Und auch hier hat man dieses Jahr wegen dem wechselhaften Wetter unter Tageslicht die Erbsenvollernter beobachten. Unter normal trockenen Bedingungen fahren die nur während der Nacht, wenn es kühler ist. Dann sieht es so aus. Zwischen dem Abend um 9 Uhr und dem Morgen um 5 Uhr kann es als Fahrer von diesen Erntemaschinen lange und einsame Stunden geben. Um die gut zu überstehen, hat jeder Maschinist so seine eigenen Kniffs. Ja, mein Trick ist, am besten möglichst gut geschlafen haben vorher. Und wenn man halt merkt, dass es wirklich nicht mehr geht, dann mal absteigen und rumlaufen. Und dann geht es schon wieder irgendwie. Rund 150 Felder werden so zwischen Bodensee und Bielersee abgeerntet und mit dem Muldentransportservice von Hallers direkt nach Mellingen in Verarbeitungsbetrieb von der Firma Frigemo gebracht. Und dann? Die werden tiefgefroren, also nachdem wir sie angeliefert haben, gewaschen, gereinigt und am Schluss tiefgefroren. Deswegen gibt es nicht irgendwelche Konserven oder Gläser, sondern wirklich das reine Produkt, blanchiert, tiefgefroren. Bereit dann für unsere Kunden Gastronomie und so zu beliefern. Und da kann dann der Koch individuell dann seine Zubereitung machen, oder? Ohne dass das Produkt vorher schon irgendwie im Geschmack verändert worden ist. Ja. Jetzt geht es wieder aufs Feld raus. Also, ich bin hier am Ball am Stroh pressen, am Ballen daraus machen, dass Stroh eigentlich eine Lagerform bekommt, dass man es
stapeln und neu mit Versorgen schlau. Also jetzt so, je nach Maden fahre ich zwischen 15 und 20, 22, Spitzenleistung sogar, Stundenkilometer. Aber das sind schon Grenzen. Es geht rassig zu und her auf dem geernteten Weizenfeld. Es erinnert schon fast ein bisschen an ein Formel-1-Rennen. Schon nach einer halben Stunde sind die 2 Hektar Stroh gepresst und der Computer von der neuen Feldpresse gibt das Resultat direkt an den Monitor in der Führerkabine führen. Wenn ich fertig bin, habe ich hier den Zusammenzug auf der Speichertabelle, wo ich das alles noch mal schön zusammengefasst gesehen habe. Hier von 4% Feuchtigkeit, 25 geschnittene Ballen und 7,38 Tonnen Stroh, wo ich so dann kann den Kunden abspeichern kann. Und so auch wieder finden, nachher zum Rechnung schreiben. Wie es sich für eine Rennmaschine gehört, ist auch mal ein Boxenstopp nötig. Das ist dann die Stunde von Klaus Guthauser, der dort Revisionsarbeiten vornimmt. Er ist in den Sommer- und Herbstmonaten viel unterwegs und bringt stehbliebene Pressen und Mähdrescher wieder zum Laufen. Sein Stammhaus ist aber in Köttingen im Kanton Aargau zu finden. Ich mache das seit dem 97, das sind jetzt 12 Jahre. Und habe ganz alleine angefangen und inzwischen sind wir 6 Mitarbeiter, habe ich 6 Mitarbeiter. Hier verkauft und unterhaltet er neben der Neu-Holland-Erntemaschine auch Traktoren von der gleichen Marke. Unterstützt wird er dabei von seinen 6 Mitarbeitern. Aber nicht nur grosse Maschinen werden hier in Schwung gebracht. Auch Kleingeräte für den Privathaushalt und den Handwerker, wie zum Beispiel Freischneider, Motorsägen, Rasenmäher und Rasentraktoren von den Marken Husqvarna und Toro gehören in sein Angebot. Zum Schluss noch einmal die Zusammenfassung vom Monat Juli bis Hallers. Die Erbsen haben wir fertig getröschen, die Maschinen sind bereits schon geputzt. Wir haben auch anfangen mit der Gerstenernte und der Raps ist auch abgeschlossen. Jetzt sind wir in der Weizenernte und die letzten Bohnen sind gesät. Ah ja, und diese Geschichte ist im Juli auch noch passiert. Der Marco hat mir angerufen und hat eben gesagt, dass er einen Schlauch geputzt hat, an dem wüsste ich, was es sei. Das ist eigentlich meine erste Frage ja gröber, also spreche ich auf der Straße. Dann hat er gesagt, ja, ist ziemlich gross. Und der Patient ist? Das ist der Erbsentröscher, der Blöger. Und das ist jetzt gerade der Hydraulikschlauch für einen Radmotor, Ölmotor von der Hinterachse. 60 Liter Lebenssaft, sprich Hydrauliköl, hat das Gerät verloren. Der Schaden hat der Roman Gleibehoben gehabt. Und nach einer zünftigen Infusion von der Marke Motorex geht es heim zu. Dort wird der Vollender gründlich abgewaschen und wieder startklar gemacht. Die gute Nachricht? Das Jahr war sehr ruhig. Ich muss sagen, das war jetzt der erste Einsatz. Und das war jetzt eigentlich zu einer humanen Zeit. Letztes Jahr war es viel schlimmer. Dort habe ich wirklich eine Woche lang jede Nacht immer so eine Grössenordnung. Jetzt Nacht um 1, 2. Und dann waren wir im Zürichbier Thurgau. Und dann, das war streng dort. Ja. Diese Saison ist es eigentlich wirklich ruhig gelaufen. Dieser Beitrag ist Ihnen präsentiert worden von Neu-Holland Schweiz, Frigemo Lebensmittelprodukte und Dienstleistungen in Cressier und Guthauser Land und Erntetechnik in Köttingen.